Herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1. So hieß es. Was haben die geändert? Okay. Ja, meine Frau ist auch hier. Ach du Scheiße, warum gibt's denn jetzt bis Ludwig? Karl, Jacob, Isidor, Heinrich. Ja gut, gehen wir mal zu Güstorf. Der Güstorf. Der ist ein Sniper. Wir sind Jelly Dead da. Wir gehen jetzt. Flugi! Jawohl, Doppeldecker. Wie kann man ändern? So, gut. Hui. Oh, die haben schon Zeppelin. Ach du Scheiße. Okay. Oh, der stürzt gerade ab. Da ist ein Gegner. Komm schon. Ah, oh, das Ding zu steuern ist aber auch verdammt schwer, ey. Irgendwas mache ich wieder falsch hier. Ich krieg die Kurve nicht so gut hin. Ich. Da, raus hier! Scheiße, bin ich im Kampfgebiet? Ich bin im Kampfgebiet, so. Ich konnte das mal besser fliegen, aber ich habe die Kampagne auch schon ewig nicht mehr gespielt. Okay, gehen wir zu Lukas Hütte. Ja, gut, oder auch nicht. Was ist das denn? QF1AA. Und der hat schon einen Service da damit. Sieht aus wie so ein Mini-Geschütz oder so. Hm. Na gut, dann gehen wir mal zu B oder C. Gehen wir zu C. So. Da ist einer. Ah, wir sind die Italiener. Ah, gehen wir mal zu C, komm. Wird hier gerade eingenommen irgendwie. Scheiße. Na, ich hab doch... Mann, ich hab doch... Was hat der denn da bitte? Okay, das ist gar keine epische, das ist auch gar keine normale, glaube ich, oder? Doch, das ist eine... Hm. Okay. Das ist eine seltene, glaube ich. Ah, jetzt wird C krass eingenommen. Weiß ich, spawn bei C, aber irgendwie auch nicht. Könnten sie mal die Spawnpunkte ein bisschen besser machen. So, wie ging nochmal Heilung? Ah, so. Okay. Hier, Heilung. Hallo, heil dich. Dankeschön. Wo ist der Penner? Okay, der ist gar nicht mehr da. Okay, gut. Scheiße, das ist ein Flammenwerfer-Typ. Oh, fuck. Boah, ey. Was ist das denn für eine Tarnung? Da steht ja nicht mal ein Name. Okay. Einfach nur weiß. Interessant. Ja gut, gehen wir mal da wieder rein. Die wollen unbedingt diese Serie... Oh, jetzt kommen wir mit dem Panzer durch. Lass mich rennen da. Andere Seite bitte. Andere. Andere. Ich will nicht von hinten. Ja, hier will ich sein, genau. Da war einer. Tötet es. Ich muss hier raus. Da war gerade einer. Ach man, was ist denn das, ey? Scheiße, da kam gerade ein Heiler. Hm. Ja, das war jetzt dumm. Der Waffe komme ich gerade irgendwie nicht so gut klar. Ja gut, die Galerie ist jetzt Ende. Aereo nemico, attenzione! Heißt doch aufpassen, war. Also Attention halt wahrscheinlich, ja. Au! Oh, Hilfe! Ode! Ach da! Oh, fuck, 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 fuck.
Ja, genau. Renn nicht mehr. So, erstmal heilen. Komm, lass mich rauf da. Ich will den killen. Drecksniper. Was? Der ist nicht mal im Kampfgebiet, der Arsch. Oh, was ist das denn für einer, ey? Von wo hat er denn geschossen? Ja, hier, ne? Glaube ich. Da oben kann er ja gar nicht sein. Da ist der Kampfgebiet verlassen. Hm. Da oben ist doch einer. Hm. Scheint weg zu sein. So, oh, fuck. Nein. Ich möchte bitte irgendwie... Ich habe, glaube ich, keine richtigen Granaten. Nur das habe ich. Immerhin gebe ich ihnen ein bisschen Schaden. LOL, ausgeschaltet! Nice, krass. Mit so einer lächerlichen Brandgranate. Okay, den finde ich witzig. Also jetzt haben wir auch schon E. Scheiße. Oh. Ist doch viel zu weit weg, alle Tier. Folgen wie mal der ganzen Truppe. Ja gut, Niederlage, toll. Da haben die Öste... Meine Frau hat gesagt, sie findet Battlefield 1 langweilig. Ich finde es auch nicht so geil wie Battlefield 4. Ich finde es einfach so mit dem komischen langweilig. Ich gucke gerne zu, aber das ist so langweilig. Nein, nicht mit dem Spiel, das ist einfach langweilig. Also so quasi. What's the problem? Ha, you are the problem. Läufer, warum hat er so ein Tetris-Bild? Die haben manchmal Bilder, ey. Wo kriegen die her? Facebook? Echt? Kann man das da machen? Okay. Nee, ich auch nicht. Hallo, L1. Okay, das Spiel hängt gerade. Ich will einfach nur mal gucken, wer jetzt die Battle Packs bekommen hat. Nein, 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 nicht die nächste Runde. Nein, 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 ich will wissen, ob ich eins bekommen habe. Natürlich nicht. So, tschüss. Ja, wird beendet. Und wie in jeder Folge werden wir jetzt mal sehen, ob das wirklich beendet oder nicht. Meistens ist das nicht der Fall. Eigentlich immer, außer zweimal bisher. Ich verstehe nicht, was mal daran so lange dauert, weißt du, weil bei anderen Spielen, wenn man da beendet, dann beendet man. Und hier beendet man und man beendet nicht. Oder man beendet quasi, naja, das ganze Spiel irgendwie. Und nicht nur die Runde. Also ich glaube, von Battlefield 1 werden noch nicht so viele Folgen kommen, ehrlich gesagt. Jetzt nicht sowas wie bei Rainbow Six, wo ich jetzt schon bei 40 Folgen bin. Rainbow Six macht auch Spaß. Rainbow Six ist, ja, es ist auch... Ja, ja, klar. Das hat schon einige spannende Stellen. Ey. Manchmal denkt man sich so, oh, scheiße, schafft er das noch? Und, oh, ist schon ein schönes Spiel. Oh, er hat's richtig beendet. Boah, leck mich am Arsch. Eine Verbesserung in dem Spiel. Krass. Also bei Battlefield 1 kann man so mit 20 Folgen rechnen ungefähr. Müsste jetzt, glaube ich, schon die 13. sein. Macht es zwar auch Spaß, aber... Weiß nicht. Wie meine Frau schon sagte, irgendwas hat es, was es nicht so gut macht. Nein, es ist ja nicht mal langweilig zum selber spielen. Es ist nur irgendwie...
Puh, ich weiß nicht. Ja, das stimmt. Die Kleidung finde ich jetzt nicht schlimm, weil die Kleidung sollte in einem Shooter sowieso gleich sein und nicht so abgespaced wie bei COD. Man kann die Klassen damit unterscheiden, das war schon bei jedem Spiel so, auch bei Call of Duty damals. Sniper haben immer die Tarn-Dingsbums, zum Beispiel. Und normale Sturmgewehrsoldaten haben normale Kleidung, also so ein bisschen mehr gepanzert irgendwie. LMG-Typen sowieso. Aber ich finde, ja. Es ist nicht langweilig. Nein. Es ist halt nicht nur so, es ist halt nur nicht so gut wie Battlefield 4. Und für mich liegt es halt an den Waffen, wie du sagtest, und an dem Setting teilweise auch. Bin jetzt kein Freund von Weltkriege irgendwie. Bin halt mehr so der Freund von moderner Shooter. So wie Modern Warfare. So moderne Waffen, moderne, ja, Umgebungen. Obwohl die Umgebungen hier auch nicht wirklich schlecht sind. Aber auch die Maps bei Battlefield 4 waren einfach geiler. Sowas wie Metro, das ist einfach eine ist ein Klassiker. Und sowas wird es hier nicht geben. Wäre auch ein bisschen sinnlos. Eine Metro in der Ersten Weltkrieg, ja gut. Aber so eine Art Tunnel, so riesiger Tunnel mit ganz vielen verwinkelten Sachen, sowas wäre doch auch mal geil. Ich meine, in Battlefield 4 gab es eine Map, die komplett im riesigen Flugzeugträger gespielt hat. Das ist einfach geil, irgendwie. Aber hier gibt es eine riesige Wüste, die irgendwie in der Eroberung richtig scheiße ist. Dann gibt es zwei Maps, die ähneln sich irgendwie total. Also mein Lieblingsmap ist immer noch Krieg im Beisal, die jetzt irgendwie gar nicht mehr ist. Keine Ahnung. Doch da, Krieg im Beisal. Die ist halt wirklich cool wegen dem Schloss. Wald der Argon finde ich scheiße, weil der Wald einfach so scheiße dicht ist. Warum heißt die, der Server eigentlich Blutrausch? Okay. Hm. Ist irgendein eigener Server wahrscheinlich, wo keiner spielen will. Weil die Server-Dings so kacke sind. Ja, die zwei Maps, Amiens und Krieg im Beisal, sind echt die besten. Aber weiter Argon, ey, kann man echt in die Tonne kloppen. Irgendwie. Und der hat einfach mal einen Server gemacht, wo nur drei Maps sind und das heißt dann Blutrausch. Okay. Naja, gut. Dann war's das jetzt auch wieder. Hust, hust. Es kommt nicht mehr ganz so viel Battlefield 1, 1, whatever. Höchstens zum DLC, was ich ja gratis bekomme. Wird wahrscheinlich wieder was kommen. Vielleicht verbessert das ja das Spiel. Vielleicht gibt es ja auch... Vielleicht, ja, weil ich den Season Pass ja habe. Naja, ja, gut, okay. Aber, naja. Vielleicht gibt es ja dann ein paar mehr Waffen, weil es, ich habe gehört, es sollen zwar nur 20 dazukommen, wenn man jetzt so bei Battlefield 4 überlegt. Gibt es über knapp 200 Waffen. Und die ähneln sich nicht mal. Das ist das Krasse. Hier gibt es halt Einschusswaffen. Und vollautomatisch und mal drei Schuss, glaube ich, auch mal. Hm, naja, okay. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge von Battlefield 1. Battlefield 1. Mal schauen, wann. Kann ich euch nicht sagen. Was wir dann spielen, wahrscheinlich eine richtige Eroberungsrunde, statt jetzt das, was jetzt gerade eben war. Und vielleicht mal einer von meiner Lieblingsmaps, wie Krieg im Beisal oder Amiens. Weil da habe ich Eroberung auch noch nie gespielt. Und da wird es mir wahrscheinlich viel mehr Spaß machen auf sowas wie Monte Grappa. Wo, ja, wo Eroberung irgendwie so null Spaß macht. Leider. Na gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.